Zur Herstellung von komplexen Serienteilen mit kürzesten Durchlaufzeiten ist ein Höchstmaß an Automatisierung erforderlich. Bei großen Bauteilen in kleinen Stückzahlen steht vor allem Leistung und Flexibilität der Fertigung im Vordergrund. In beiden Bereichen spielt allerhöchste Präzision und Qualität die entscheidende Rolle. Fakt ist, dass der größte Teil dieser Aufgaben bei Heller auf den eigenen Heller-Bearbeitungszentren erledigt werden. Was also ist die Besonderheit an der Heller-Fertigung? Über 2700 Mitarbeiter, die auf verschiedenen Kontinenten an Heller-Produkten arbeiten, verbindet ein gemeinsames Ziel: die effiziente Herstellung hochwertiger Maschinen und Fertigungsanlagen. Alles beginnt mit den speziellen Eigenschaften jedes neuen Bauteils. Als erstes wird der Bearbeitungsprozess festgelegt. Dazu gehört auch der Entwurf entsprechender Spannvorrichtungen. Eine erste Herausforderung für die Ingenieure, denn hier muss für jedes Bauteil eine neue Lösung gefunden werden. Jetzt wird der Plan in die mechanische Realität umgesetzt. Eine umfangreiche Aufgabe, selbst für die legendären Tüftler aus dem Herzen der Maschinenbauregion Stuttgart. Um die perfekte Funktion sicherzustellen, simuliert ein Ingenieur vorab alle Abläufe virtuell. Hier kommt das 3D-CRM-System zum Einsatz. Dabei sind auch spezielle Messfunktionen integriert, die eine spätere Qualitätskontrolle erleichtern. Weil es bei der Fertigung nicht nur auf höchste Qualität, sondern auch auf das exakte Einhalten der Terminpläne ankommt, ist es wichtig, dass alle erforderlichen Werkzeuge und Vorrichtungen pünktlich zur Verfügung stehen. Hier werden die Mitarbeiter durch das Equipment Management System, kurz EMS, unterstützt. Eine Datenbank für alle Fertigungshilfsmittel. Die perfekte Planung ermöglicht es, alle benötigten Werkzeuge vorab zusammenzusetzen und pünktlich bereitzustellen. Außerdem muss alles exakt vermessen, eingestellt und digital kodiert werden. Ein Heller Bearbeitungszentrum besteht aus über 10.000 Teilen. Zu den größten Komponenten zählen Maschinenbett und Maschinenständer, die viele Tonnen wiegen und das Fundament der bewährten Stabilität und Langlebigkeit aller Produkte bilden. Ausgangspunkt für die Bearbeitung sind komplexe Gussteile. Die Spannvorrichtung fixiert das Rohteil in der gewünschten Position, sicher auf der Palette. Wichtiger Vorteil des EMS ist der Wissenstransfer. Der Vorrichtungsbauer sieht sofort, wenn etwas an der Werkstückaufspannung geändert wurde. So wird jedes Quäntchen Know-how effektiv und zeitnah genutzt. Mit dem MDB-BDE-System werden schon seit 2016 Betriebs- und Maschinendaten erfasst, von über 8000 Vorgängen täglich. Mit diesen Systemen steht der Bearbeitungsstand des Auftrags online zur Verfügung. Mit dem Advanced Planning and Scheduling System, kurz APS, lassen sich aus den Daten der verschiedenen Quellen konkrete Planungen für Auslastung, Liefertermine und Bearbeitungsfolge ableiten. Und es sind sogar belastbare Simulationen in die Zukunft möglich. Der Fertigungsprozess selbst läuft nahezu vollautomatisiert ab. Das Rohteil kommt aus dem automatischen Hochregallager direkt an die Maschine. Die externe Programmierung des Fräszentrums erhöht die Produktivität der Maschine und sorgt für fehlerfreie Bearbeitung. Trotz aller technischer Hilfsmittel im Zeitalter der Industrie 4.0 ist die jahrelange Erfahrung der Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg. Schon während der Fertigung kontrolliert ein Mitarbeiter den optimalen Ablauf des Fertigungsprozesses. Das zentrale Qualitätssicherungssystem speichert die Messdaten. Durch drahtlose Übertragung werden Eingabefehler vermieden. Nach Abschluss der Bearbeitung wird jedes einzelne Bauteil mit hochgenauen Messeinrichtungen streng kontrolliert. Die hohen Maßstäbe sind für jedes Bauteil eine schwierige Hürde. Das CRM-System liefert die passenden 3D-Daten. Die Messung ist dadurch präziser und für den Mitarbeiter einfacher.
haben alle Komponenten die Qualitätssicherung bestanden, steht schon die nächste Herausforderung an: das Zusammenfügen der unzähligen Einzelteile zu einem perfekt funktionierenden Ganzen. Die einzelnen Teile werden schrittweise zu kompletten Baugruppen montiert. Funktion und Genauigkeit werden jeweils einzeln ausführlich getestet. Ein Blick in die Konstruktionsdatenbank stellt sicher, dass alle Bauteile am richtigen Platz verbaut sind und die Baugruppe problemlos integriert werden kann. Bei der Inbetriebnahme wird die Maschine systematisch auf Genauigkeit kontrolliert. Die erfassten digitalen Daten speichert wieder das Qualitätssicherungssystem. Sollten beim Testlauf Probleme auftreten, wird anhand der durchgängig digitalen Dokumentation der Bauphase der Grund schnell gefunden und behoben. Wenn alles fertig zusammengesetzt ist, stellt sich die entscheidende Frage: Wird die Maschine zusammen mit den individuell konstruierten Vorrichtungen ihre Aufgabe erfüllen? Wird die versprochene Präzision erreicht? Oder benötigt die Herstellung der Anlage mehr Zeit als veranschlagt? Doch es gibt noch eine Eigenschaft, die Heller auszeichnet. Seit 125 Jahren sammelt Heller Erfahrung, was Kunden von ihren Maschinen erwarten. Egal was oder wo produziert werden soll, die Heller-Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und ein enormes Spezialwissen. Und sie haben für viele auftretende Probleme längst eine Lösung gefunden. Und es sind nicht nur die Produktionsleiter und Maschinenbediener, die profitieren. Unternehmen, die Heller-Produkte einsetzen, haben weniger Stillstand, eine hohe Verfügbarkeit und dadurch geringere Stückkosten, weil sie mit effizienten Maschinen arbeiten, die für die Fertigungsaufgaben von heute und morgen gerüstet sind.